Ja, hallo, ihr Lieben. Meine lieben Freunde, bevor das Intro gleich kommt, wollte ich Ihnen nur ganz schnell noch was loswerden. Und zwar, lasst euch nicht bange machen. Lasst euch nicht bange machen, wenn gleich wieder dieser Ragni kommt. Der versucht es immer und immer wieder, euch bange zu machen. Also, nicht drauf einlassen, nach dem Intro. Ja, genau, nach diesem nächsten Intro, hier geht's sofort los. Also, dabei bleiben. Und nicht vergessen, guckt ihr das Video mal ganz bis zum Schluss an. Vielleicht kannst du ja dann noch was lernen, ne? Also, bis gleich. Jo, da bin ich wieder, euer Knollte. Und heute haben wir verdeckt heikles Thema, und zwar den Blackout. Nicht bange machen, das ist nicht mein Job, euch bange zu machen. Da ist der andere für da, aber nicht drauf hören, nicht drauf hören. Egal, was der dir erzählt, nicht drauf hören, ne? Heute mal nicht. Keine Bange machen. Der Blackout, was ist denn das? Ein Blackout ist ein Stromausfall, der ein bisschen länger dauert, ne? Und vielleicht auch noch ein bisschen größer ist. Nicht nur da so den Ort, die Gemeinde, die Stadt, ne? So Deutschland, ne? Vielleicht auch Europa. So ein Stromausfall, der was länger dauert. Aber das ist nicht schlimm. Die kriegen das alle wieder hin. Die kriegen das wieder hin. Hundertprozentig. Nur mal fertig. Da muss ich erstmal einen Konditionsschock drauf nehmen. Prost. Oh. Die kriegen was hin. Im läuft auch nicht. Die kriegen gar nichts hin. Also, was ist denn jetzt so ein Blackout? Blackout, hat er recht, ausnahmsweise mal, ist ein Stromausfall. Verursacht durch eine Überlastung oder eine Unterlastung. Durch schwankenden Strom, ne, das können die Netze nicht ab. Und ich finde das geil, ich finde das richtig geil. Bäpp, dunkel. Nee, Ragni. Nicht so schnell. Du fängst wieder an, den Leuten Bange zu machen. Ja, und ich nenne dich Ragni, so oft wie ich will. Weil wenn du meinen Respekt haben willst und dass ich Herr Ragnarök sage, dann hör auf, den Leuten Bange zu machen. Das haben die nicht verdient. Da. Das haben sie nicht verdient. Pass mal auf, Kleiner. Kleiner Knollte, Mann. So ein Blackout. Der kündigt sie nicht an, der ist da. Batsch. Da brauche ich auch kein Bange machen. Was passiert denn, wenn der da ist? Es kommen viele, viele Gäste in mein Reich. Ja, ist wahr. Das hat auch nichts mit Bange machen zu tun. Aber denk doch nur mal drüber nach. Wie viele Leute liegen im Krankenhaus? Gerade auf dem OP-Tisch. Da geht der Notstrom an. Dem wird schon geholfen. Halt die Klappe, Knollte. Dem wird gar nichts. Weil, ja okay, dem vielleicht noch. Aber was ist mit den Dialysepatienten? Was ist mit den an Beatmungsgeräten? Wie lange hält so ein Akku? 5 Stunden? 6 Stunden? Und dann... Oh, Konditionsschock. Nein, später. Abaschen viel wichtiger. Die verrecken, die ersticken. Und da sind eine Menge böse Leute bei, die in mein Reich kommen. Herzlich willkommen hier unten. Dann, was ist mit den Leuten, die irgendwo im Fahrstuhl hängen bleiben? Ist ja nicht so, als wenn nach 2 Stunden der Strom wieder da ist und das Ding fährt weiter. Die verrecken. So ein Blackout dauert wochenlang. Die verrecken im Fahrstuhl. Ja, vielleicht sollten die Menschen sich jetzt überlegen, mal die Treppe zu nutzen. Ist gesünder, spart Strom, ganz nach dem Sinne der Grünen. Oh, ich kann das Wort Grüne. Eine Wiese ist grün, ein Baum ist grün. Und die Grünen, die da in Berlin sitzen, das ist eigentlich nichts anderes wie Schnittlauch, ne? Außen grün, innen hohl und kommt immer gebündelt vor. Hast mich wieder unterbrochen. Fast hätte ich den Faden verloren. Mensch, Knollte, halt dich doch mal eine Minute raus. Kann ja nicht so schwer sein. Wo waren wir? In dem Fahrstuhl. Aber da gibt es ja auch noch die S-Bahn. Ja, bupp, hält an, steht, Tür bleibt zu, elektrisch. Nein, da gibt es eine Notentriegelung. Die können da raus. Du sollst den Mund halten jetzt gerade mal. So langsam reicht es mir aber sowas von. Immer dieser Knollte.
Nun, aber es geht weiter. Vielleicht nicht direkt, ne, weil du hast noch ein paar Vorräte zu Hause. Aber der Supermarkt, die Tür geht nicht auf. Die Kasse funktioniert nicht. Gut, ihr könnt plündern, ihr seid ja böse, ihr plündert. Böse Mensch, ja, plündert, plündert, ihr kommt zu mir. Ha! Und dann? Ja gut, ein paar Konserven könnt ihr mitnehmen. Scheiß raus. Gut, ein paar Konserven könnt ihr mitnehmen. Frisches Gemüse, Obst, verfault. Alles in der Tür, Tiefkühltruhe, verfault. Allein die Kühltheke, alles verfault. MHD wird es nicht mehr geben, alles verfault. Nichts zu fressen. Ja, ihr Städter seid am härtesten getroffen. Die am Land. Der ein oder andere hat noch einen eigenen Garten, zieht noch selber ein paar Tomaten oder sowas. Aber hallo, wie lange soll das reichen? Und der nächste Winter kommt. Oh, kalt. Mächtig kalt. Keine Sorge, bei mir könnt ihr euch wieder aufwärmen. Ihr habt nichts. Ihr habt nichts mehr. Ihr habt euch so abhängig von eurem blöden Strom gemacht, ihr habt nichts mehr. Nein, Herr Ragnarök, die Menschen lernen. Die lernen schnell. Weil guck dir die Naturvölker an. Die kennen überhaupt keinen Strom. Und die leben auch. Und die leben saugut. Guck sie dir an. Die gehen mit Pfeil und Bogen auf die Jagd. Babbelapabbelapapp. Wo willst du in München jagen gehen? Wo willst du in Berlin jagen gehen? Na ja, Berlin ginge. Bundestag. Kriegst du grünes, braunes, schwarzes und gelbes fressen. Ja, aber nicht genug für alle. Ihr werdet den Hungertod erleiden. Ihr werdet den Hungertod erleiden. Und jetzt mache ich mit Knollte mal eine gemeinsame Sache. Verdammt nochmal, wann werdet ihr wach? Wann werdet ihr endlich wach? Und sagt, Leute, wir wollen Atomstrom. Ich muss ehrlich sagen, Deutschland hatte die sichersten Kraftwerke, bis man sie ausgeschaltet hat. Ha. Ihr wisst gar nichts, Leute. Ihr wisst gar nichts. Ihr lasst euch von einer Handvoll Pimpelchen aus Berlin vorschreiben, wie ihr zu leben habt. Ja, da hat Knolte recht. Endlich mal eine Meinung. Ihr lasst euch alles vorschreiben. Warum eigentlich? Warum eigentlich? Stell dir vor, 80% der Deutschen wollen Atomstrom. Sie schalten ab. Stell dir vor, 80% der Deutschen sind gegen dieses Gendern. Sie machen es trotzdem. Stell dir vor, 80% der Deutschen sind gegen eine Waffenlieferung in Kriegsgebiet. Sie machen es trotzdem. Ja, was sollen sie denn noch trotzdem machen, bevor du, genau du und du endlich mal den Arsch hochkriegst und sagst, stopp, bis hierhin und nicht weiter. Richtig, Leute, gib's ihnen. Immer Saures. Die Deutschen haben es nicht anders verdient. Nein, 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 Herr Ragnarök, hat nichts mit Deutschen zu tun. Die werden von morgens bis abends belogen, betrogen und beschissen. Die wissen es nicht besser. Die wissen es leider nicht besser. Und deswegen müssen wir beide uns endlich zusammentun und denen den Weg zeigen. Guck mal da und guck mal da. Da stimmt was nicht, da stimmt was nicht. Die verarschen dich. Und der Blackout, der wegkommt. Außer wir schalten ganz, ganz schnell die Atomkraftwerke wieder an. Weil ohne geht's nicht. Meint ihr wirklich die paar Windmühlen da, die machen euren Strom? Und bei Flaute? Ja, dann gibt es ja die Photovoltaik. Genau, genau, die gibt's ja noch. Und was ist, wenn dunkel ist und kein Wind? Was gibt es dann? Polnischen Atomstrom, französischen Atomstrom, belgischen Atomstrom, holländischen Atomstrom. Ja, mal nicht so schnell, ne? Weil die Franzosen haben ja selber Probleme. Die haben ja viele Kraftwerke aus, ne? Weil die müssen saniert werden. Die sind nicht mehr in Ordnung. Und bevor die Kabuff machen, werden die repariert.
Und wenn die Franzosen dann einmal sagen, nee, wir brauchen unseren Schirm selber. Also, Deutsche, liebes deutsches Volk, ich richte mich jetzt mit ganzer Aufrichtigkeit und mit vollem Herzen an euch. Sagt endlich, was ihr wollt. Steht auf. Lasst euch nicht mehr alles gefallen. Ihr seid das Volk, nicht die Palmblättchen da in Berlin, die über euch bestimmen. Ihr werdet doch nur verarscht. Ihr seht es jeden Tag in den Nachrichten. Ihr hört nicht zu. Ihr glaubt das alle immer nur. Aufstehen, aufwachen. Und da ziemlich zügig. Weil ich bin gerade auch am Sanieren, ne? Also klar, den einen oder anderen kann ich noch gebrauchen, aber da muss ich wieder anbauen. Also, wir sehen uns. Tschüss. Tschüss.